Wir besuchen die Familie Thomas und Anita Meier, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, Imker. Sie sind vor 16 Jahren mit 3 Kindern nach Kanada ausgewandert. An verschiedenen Tagen erleben wir die Imkerfamilie in ihrer Arbeit. Am frühen Morgen geht es schon los. Nach einer halbstündigen Fahrt mit dem Trax und 300 leeren Honigkisten sind wir bei einem von diesen 17 Yards. So ein Yard wie dieser hat 45 bis 50 Bienenvölker. Die leeren Honigkisten werden abgeladen. Zuerst wird der Smoker parat gemacht. Aus alten Jutesäcken wird der Smoker gefüllt und angezündet. Nein, es darf nicht brennen, nur räuchen. Damit tut man die Bienen leicht betäuben und beruhigen. Mit Druckluft werden möglichst viele Bienen rausgeblasen, die nachher wieder in die leeren Kisten zurückgehen. In jedem Turm wohnt ein Bienenvolk. Die 2 untersten Kisten stehen Sommer und Winter verrissen. Da wohnt die Königin mit ihren 30 bis 60'000 Bienen, Puppen und Larven. Jeden Tag legt die Königin bis 2'000 Eier. Der Imker tut auf die 2 untersten Kisten 2 bis 4 weitere leere Kisten drauf, die von den Bienen mit Honig gefüllt werden. Die vollen Kisten, bis 40 Kilo schwer, werden auf Paletten gestellt. Die Königin wird bis 4 Jahre alt. Die Arbeitsbienen, die ja alle ihre Töchter sind, werden 6 Wochen alt. Die erste Hälfte von ihrem Leben putzen sie Zellen, putzen, Larven füttern und bauen neue Waben. In der zweiten Hälfte fliegen sie aus und holen Wasser, Pollen, also Blütenstaub und Nektar. Auch hier wird es im Sommer bis 33 Grad warm. 8 Stunden in diesen Schutzkleidern zu arbeiten, ist neben der körperlichen Anstrengung auch 8 Stunden Sauna. Bienen sammeln in dieser Gegend hauptsächlich Pollen von der Luzerne, eine Kleeart und Raps. Sind die Kisten voll, der Wirt ist gleich wie, einfach weitergebaut und gefüllt.
so wie wir es hier sehen. Auf den zwei untersten Kisten, also wo die Königin lebt, wird ein Gitter gelegt, damit die Königin, die grösser als die Bienli ist, nicht in die anderen Kisten raufgeht, dort, wo die Bienli ihren Honig machen. Es gibt Tage, wo bis 400 Honigkisten aufgesetzt werden. Die 900 bis 1000 Bienenvölker sammeln durchschnittlich 70 Tonnen Honig pro Jahr. Der Platz dieser Bienenvölker muss immer optimal ausgewählt werden. Stimmt die Windrichtung? Von welcher Seite kommt die Sonne? Hat es genug Wasser in der Umgebung? Hat es genug Blüten? Reihenfolge der Blust und. Die Provinz Alberta, die 17 Mal so gross ist wie die Schweiz, eine reiche Provinz mit Gas- und Ölvorkommen. Sie wohnt in Smoky Lake, 130 Kilometer von der Provinzhauptstadt Edmonton weg. Das Mal fahren wir früher nach Hause zu. Daheim wartet noch viel Arbeit auf die Imker. Strassen, schnurgrad, so weit, dass man sieht, das ist auch Kanada.
Ideen sind gefragt. Das ist eine eigene, einfache Konstruktion. So geht es viel schneller als von Hand. Zwei eigene 2000 Liter Benzin- und Dieseltank dürfen nicht fehlen. Zwei Schleudermaschinen sind im Einsatz. Während die eine Maschine schleudert, wird die andere geleert und wieder gefüllt. Früher war es meist noch Handarbeit. Heute wird mit modernsten Maschinen effizient gearbeitet. Trotzdem, ohne Handarbeit geht es nicht. Wichtig ist, dass jede Zelle aufgerissen wird, sonst kann der Honig beim Schleudern nicht ausfliessen. Dabei sollte die Wachszelle nicht so stark beschädigt werden, damit die Bienen beim Zellenbau nicht zu viel Kraft und Zeit verlieren. Von diesen insgesamt 55'000 Holzrahmen gibt es immer wieder Bruch. Das gibt Winterarbeit. So ungefähr 10 Wochen lang dauert Honigernte. 14 Stunden Tag sind dann normal. Und jeden Tag werden 3 bis 4 Tonnen Honig heimgebracht und geschleudert. Nach 10 Minuten wird die Maschine geleert und alles fällt wieder von vorne an. Trotz der Maschine, harte körperliche Arbeit, viel Schweiß, verschmiert mit flüssigem Honig und Bienenstich. Das ist der Beruf des Imkers. Thank you.
Honig, Wachs und ein paar Bienen flüssen in die rechteckige Wanne. Der Thomas erklärt uns gerade selber die neueste Maschine. Okay, der Honig wird zu den Röhren aufgepumpt. In die Einheit, das ist ein Wärmeaustauscher. Der Wärmeaustauscher ist gefüllt mit Rapsöl. Und in dieser Einheit sind ganz viele kleine Röhren. Und der Honigwachsgemisch läuft durch die Einheit durch, kommt da einen raus und geht in die Maschine hin. Die Wachspresse trennt den Honig und den Wachs. Das Wachs wird in der Kosmetik und für die Kerzenherstellung gebraucht. Die Maschine ist im Prinzip eine Zentrifuge. Die Runde, die hier laufen tut. Hochgeschwindigkeit. Und tut den Honig und den Wachs separieren. Trennen. Der Wachs geht hier gerade. Und der Honig kommt in den Tank hier hinten. Wird gesammelt und mit dieser Pumpe übergepumpt in den grossen Tank hinein. Mit Hochdruck wird täglich gründlich geputzt. Das ist natürlich oberstes Gebot. Das Wespi muss sich wahrscheinlich noch vom Honig putzen. Die leeren Kisten werden für den nächsten Tag aufgeladen und gut angemacht. Im Rekordjahr 1998 sind von 1200 Bienenvölkern 135 Tonnen Honig gesammelt worden. Das gibt 460 Honigfässer an 290 Kilo. In dieser riesigen Halle aus galvanisiertem Blech werden im Winter bis 5'500 leere Honigkisten gelagert. Der Honig fließt, goldig und süß.
dieser Halle wartet die vollen Honigfässer auf ihren Abtransport. Heute kommt ein riesiger Lastwagen und holt 92 Fässer an 290 Kilo, um in die Genossenschaft zu bringen. Dort wird der Honig gesiebt und mit Zimt oder Zitrone gemischt, abgefüllt und verkauft. Aber auch Sommervögel haben gern Süßes, wenn auch nur in ganz kleinen Portionen. Die glatzköpfigen Hornussi, wie sie auf Deutsch heissen, haben ihr Nest natürlich ganz nahe am Honighaus. Für die schwarzen Hornussi natürlich ein Leckerbissen. Der Wachs wird in einen Heizkessel gefüllt und während einer Nacht gewärmt, bis er flüssig ist. Aber nicht zu lang, sonst wird er dunkel. Wenn ich das nächste Mal ein Honigbrot streiche, weiss ich jetzt, was der Berufsimker für eine harte Arbeit hat.